Fürs nächste Zeitalter brauchen wir eine Waffenkammer. Ja, da brauchen wir nur eine zum Glück. Die bauen wir auch gleich mal hier hinten irgendwo. Ah, wo hier beim Dorfzentrum geht ebenso. Und da sind sie auch schon. Mittlere Hopliten, das heißt, wir haben jetzt hier wieder... Ah, das ist nicht so toll. Würdest du das bitte reparieren? Während ich hier bereits mir mein Instant-Upgrade kaufe. Weil der Petropolis da oben ist recht nervig. Ja, weißt du was? So. Ich lasse mir nämlich nicht meinen sauer erkämpften Turm gleich wieder wegnehmen. Das könnt ihr vergessen. So, das wäre damit erledigt. Wir haben hier keine Nahrung mehr. Also hier. Da hat sich irgendwie ein übers Piss durchgeglitscht. Auch gut. Hier hinter wäre übrigens noch eine Goldmine. Es ist gut, dass wir die dann auch gleich sozusagen erobert haben. Ja. Hier kommt eigentlich nichts durch. Hier dürfte jedenfalls nichts durchkommen. Okay. Hier an der breiten Seite kommt die Festung hin. Also bauen wir hier mal zwei Verteidigungstürme. Ich sag immer Belagerungstürme. Ich habe schon bereits 8 Häuser. Hm. Das heißt, ich baue auf beiden Seiten noch ein Haus. Hier irgendwo hin. Verbessere auch mal meine Nahrungsversorgung am besten. Also mit Feldern nachher. Zinnen wären nicht schlecht, aber ich will erstmal bessere Verteidigung für die Gebäude. Und dann kann ich mich nach und nach darauf konzentrieren, ins nächste Zeitalter voranzuschreiten. Verteidigung habe ich eigentlich ja genug für den Augenblick. Ich werde natürlich eine Kaserne und einen Schießstand auf beiden Seiten bauen, neben der Festung. So, einmal das bitte. Und dann brauchen wir dringend mehr Nahrung. So, Häuser können wir keine mehr bauen. Wir können höchstens dann nachher unsere Dorfzentren verstärken. Oh, da kommen sie wieder. Und nicht genug Holz für den Wachturm. Ein Zentaure. Nein, ein Minotaurus. Entschuldigung. Au. Oh, da kommt eine große Truppe. Na gut, wenn wir uns schon so mit denen anlegen müssen, dann legen wir uns ordentlich mit denen an. Ein Steinwall hier sieht aber auch nicht mehr gerade gesund aus. Was sagen meine Ziegen? Die sind gemästet. Okay, die können wir dann nachher schlachten. Okay, Atlante als gegnerische Heldin. Auch nicht schlecht. Als tote Heldin. Und ja, ich brauche dringend mehr Truppen. Ah, jetzt bombardiert schon wieder so ein blödes Ding meine Türme. Ich hätte die Türme doch auf der anderen Seite bauen sollen.
Komm, da du hier immer so schwer am Reparieren bist. So. Ah, das da sollte ich so schnell wie möglich mal loswerden. Die vorgeschobene Basis der Feinde hier. Und auf Ajax aufpassen. So, du baust mir hier schon mal Kaserne und einen Schießstand. Boah, das ist nicht so gut. Ajax, Rückzug. Ein Held ist gefallen. Das war Ajax. Mist. Okay, wir müssen dringend gucken, dass wir Ajax irgendwie retten. Sobald wir hier ein paar mehr Truppen haben. Und uns der hier keinen Stunk mehr macht. Wow, da kommen schwere Hopliten. Die machen natürlich gerne Stunk. So, binden wir mal ein paar mittlere Toxoten aus. So, wir haben eigentlich alles, außer das hier erforscht. Dich brauche ich hier oben nicht mehr. Dich brauche ich hier zum Goldabbau. Von der kleinen und mittleren Goldmine. Da oben ist noch eine mittlere. Da müssen wir uns leider durchkämpfen. Reichweite von Bogenschüssen und Ballisten erhöht. Oh, den sollte ich einsammeln. Wo ist Akanthos? Oder noch besser Chiron, der ist nämlich schneller als Akanthos. Ist fast schon ein bisschen blöd, dass wir hier oben zurzeit so wenig Ruhe haben. So, wenn der Turm repariert ist, müssen wir die Mauern reparieren. Die sehen nämlich auch mitgenommen aus. Gut, wir haben genug fürs nächste Zeitalter. Dionysos, bei der unsere Infanterie auch ein bisschen verbessern kann. Apollo nicht so wirklich. Unterweltzugang, ja, wäre nützlich gewesen. Der ist eigentlich gut für Bogenschützen, aber ich finde den Manticore nicht so toll. So, jetzt kann ich Nahrung, die ich sammle, in Dings stecken, in Hopliten. Ich sollte mir aber noch mindestens 3 Nahrungssammler mal beschaffen. Erstmal. Weil da ich nicht auf Schiffe zurückgreifen kann, brauche ich mehr Nahrungssammler hier unten. Nachher auch Felder bauen, dass ich 8 Felder um den Kornspeicher habe. Das reicht dann, um an Nahrung zu kommen. Bei allen anderen Ressourcen sieht man, fließen gut. Nur Nahrung geben nicht. So, jetzt reparier bitte das hier mal. Gut, wir haben die Sachen verbessert. Ich könnte gleich mal befestigtes Dorfzentrum machen. Das macht das Ganze, die ganze Sache nämlich schon wieder etwas einfacher. So, jetzt habe ich Nahrungssammler auf jeden Fall genug. So, das heißt, ich baue hier drüben mal eine Militärkaserne und einen Schießstand. Und dann noch eine Festung. Mehr Sichtweite wäre nicht schlecht.
Für das brauche ich alles Nahrung. Aber jetzt kommt Nahrung wenigstens mal rein. So, 5 Hopliten. Und im Augenblick habe ich zum Glück etwas Ruhe. Prostagma? Prostagma? Ne. Prostagma? Lege? Ne. So. Ich könnte die Mauer noch mal etwas verstärken, aber das kostet sehr viel Nahrung. Etimi. Viel wichtiger ist es, eine Festung zu bauen, hier an der Stelle. Und zwar am besten vom Tor weg, dass das Tor nicht offen steht. So. Dafür brauche ich mehr Holz. Also schafft mir mal bitte ein bisschen mehr Holz ran. Und du pack das mal in den Tempel. Okay. Wir haben einen Dorfbewohner verloren. Die Reliquie ist abgeliefert. Erstmal die Einheiten verbessern. So. Und ich glaube, mit besseren Rüstungen warte ich auch erst, bis wir im nächsten Zeitalter sind. Was brauche ich denn dafür? Ein Marktplatz. Oh ja. Marktplatz hier unten bauen. Oder hier oben, wo er weit weg ist. Und dann ein bisschen Gold scheffeln gehen. Aber erst die Festung zu Ende bauen. Am besten schicke ich dafür zwei Mithelfer los. Und gib hier unten auch mal 5 Hopliten in Auftrag. 5 zusätzliche, so. Ach, da ist mal wieder Atlante. Das ist jetzt nicht so gut, da ist meine Mauer eingestürzt. Könnte mal jemand bitte das Petropolis töten? So, dankeschön. Ah. Sehr gut. Du nicht. Du bleibst erstmal da. Du musst eine neue Mauer setzen. Das ist jetzt nicht so gut. Ich kann nämlich kein Tor so setzen. So kann ich ein Tor setzen. Gut. Dann warten wir, bis hier ein Tor gesetzt wurde. Gut. Und ich glaube, ich werde dann doch mal ein bisschen Voraufklärung leisten hier mit. Kehrt Unsterblicher, ihr wisst nicht, worauf ihr euch hier einlasst. Oh. Da will uns einer warnen. Leider sind wir ziemlich resistent gegen solche Warnungen. Ja, das hier hätte ich jetzt erstmal gerne. Mehr Lebenspunkte für Einheiten. So. Jetzt brauche ich Felder. Ne. Etimi. Esto. Prostagma. Malista. Lege. Und ich kann nicht genug bauen. Okay. Prosteche. Weil ich erstmal mehr Holz brauche. So. Vulome. Prosteche. Malista. Okay. Malista.
Und ja, mit den besseren Rüstungsupgrades warte ich bis ins nächste Zeitalter, weil dank Hephaistos kann ich der ihre Kosten verdammt drastisch verringern. Ich sehe auf jeden Fall, ich brauche mehr Holzproduktion. Leje. Wobei, jetzt pendelt sich's gerade wieder so ein. Also ja, ich kann hier wahrscheinlich hier durchdringen. Benutze ich mal den hier zum Scouten. Okay, da ist eine Stallung, die Probleme machen könnte. Aber so wie ich das sehe, ist hier der Weg zu der Festung, die wir einreißen müssen, damit Ajax voranschreiten kann. Genau. Mhm.